Jo, und willkommen zurück zu einer weiteren Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Duellanten Challenge. Freunde, beim letzten Mal haben wir es geschafft, den guten alten Bastion zu besiegen. Und da bleibt uns heute natürlich, da wir sein Deck freigeschaltet haben, nichts anderes übrig, als es mit seiner Herzensdame aufzunehmen. Und zwar der guten alten Tanya, seinem Lieblingstiger, wenn man so möchte. Und natürlich benutzen wir hier heute sein Deck, die Carbon-Formula. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man es nicht einfach Formel nennt. Weil ein Formular ist etwas anderes, aber okay. Ich bin mega gespannt, weil, wie gesagt, ich finde das Deck von ihm eigentlich ganz cool. Was ich nicht so cool finde, ist, dass wir hier gezwungen werden anzufangen. Aber wir werden sehen, was sich hier alles so machen lässt. Also, zunächst mal können wir auf jeden Fall gucken, erstmal als Extra-Deck, Lavalwald-Kette, Untergrund-Spinntier, Schrotterzunterweltler, Blitzkrieger, Leo, der Hüter des Heiligen Baums, Goyo-Wächter, Gigantiburg, Schwarzer Rosendrache. Also ich sag euch ehrlich, da sehe ich einfach meine Kindheit, beziehungsweise meine Jugend. Also Schwarzer Rosendrache, Goyo-Wächter, Blitzkrieger, Schrotterzunterweltler, Untergrund-Spinntier, Lavalwald-Kette, das sind alles so Karten. Also damals, ja, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon drüber geredet, sehr nostalgisch habe ich früher gespielt, als ich so angefangen habe, Yu-Gi-Oh! Competitive zu spielen. Deswegen, ich freue mich hier drauf. So, wir können unseren Drachen abwerfen, um Finsterer Greffer spezial zu beschwören. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es noch sinnvolle Monster im Deck gibt, weil dann könnten wir noch den anderen Greffer abwerfen, um noch was vom Deck auf den Friedhof zu legen. Ja, leider ist Carbonadon kein Finsternis-Monster, aber würde auch lore-technisch keinen Sinn ergeben, dass ein Carbon-Dinosaurier-Attribut Finsternis hätte. Erde passt da schon ganz gut. Ja, komm, ich würde sagen, wir machen's. Ne? Wir legen den anderen Greffer auf den Friedhof, gucken mal in unser Deck. Okay, ja, da ist ja auf jeden Fall einiges. Also das lohnt sich safe. Also man kann Todeswache reinlegen, um ja, einen Angriff zu annullieren. Man kann Stufenfresser reinlegen, um ein Synchromaterial zurückholen zu können für den nächsten Zug oder so. Ich glaube, ich würde hier tatsächlich die Todeswache reinlegen. Ich glaube, das macht gerade am meisten Sinn, denn als nächstes aktivieren wir schaukelnde Erinnerungen und holen uns damit Labradoritdrache zurück. Im Verteidigungsmodus bitte. Mit 2-4. Die Urahnen verglichen diese wertvolle Kreatur mit Mondlicht, das sich auf gekräuselten Wellen bricht. Auf diesen Vergleich müssen die Urahnen aber auch erstmal kommen. Ein Überbringer von Harmonie, lebende Erinnerung an verflossenen Ruhm, fähig die Herzen selbst der wagemutigsten Männer zu besänftigen. Ja. Auf jeden Fall sexistisch an der Stelle. Ich finde, man sollte auch wagemutige Frauen besänftigen sollen. Leo, der Hüter des Heiligen Baums. 3100 ATK. Wir können auf jeden Fall auch noch unseren Carbonadon verdeckt spielen, in der Hoffnung, dass der gleich zerstört wird. Und ich sage euch ehrlich, also diese Starthand hat sich angefühlt wie ein Masterplan. Und dabei rede ich nicht von einer Spiral-Karte. Und jetzt stehen wir hier mit einem Monster und einem verdeckten Monster. Und ansonsten wird es hier kritisch. Aber gut, auf der anderen Seite sehen wir eine amazonische Paladinin, die ein paar Angriffspunkte hat. Das ist also nicht allzu problematisch. Eine verdeckte Karte. Okay. Also minus 3 gegangen im ersten Zug, aber scheint sich gelohnt zu haben. So, dann gehen wir jetzt hier absolut in die Offensive mit Stufenfresser und mit Carbonadon. Sie wird ja wohl keine Spiegelkraft haben. So, wir greifen jetzt mit Leo an. Amazonischer Lehrling. Gut, dass wir direkt mit dem Synchromonster angegriffen haben. Dann können unsere kleinen Kollegen hier direkt anknabbern mit 600 und 800. Es ist noch kein richtiger Biss. Es ist so ein leichtes Knabbern. So, noch kein ganzes Verschnabulieren. Es ist nur so ein Ankratzen. Es ist nur so ein Anklopfen. So, hallo, wir sind da. Noch ist es nicht der dicke Schaden, aber der kommt eventuell gleich mit noch einem Stufenfresser. Ich meine, hey, wenn wir noch ein paar davon haben, ja, das wird sich ganz schnell summieren.
gehe jetzt das Risiko ein. Hat sie diesmal ein Monster mit wenig Verteidigungspunkten? Ich glaube, amazonische Monster haben tendenziell eigentlich immer viel Verteidigung. Außer amazonische Kämpferin, die hat 0. Egal, wir greifen mit dem Synchro-Monster an. 300! Ja, die hat sie sich ja vorhin gesucht. Ja, das hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, das wäre jetzt sogar eigentlich echt gut gewesen, wenn ich mit einem kleineren angegriffen hätte. Ja, das ist jetzt doof. Aber da machst du nichts. Gut, ich hoffe, dass sie Carbonadon angreift. Das wäre ganz gut. Oder einfach in Death switcht. Das wäre natürlich auch eine Option. Monster im Verteidigungsmodus. Okay, das macht natürlich auch Sinn. Ich hätte auch Angst vor dem mächtigen Hüter des Heiligen Baums. Aber wovor man noch viel mehr Angst haben müsste, noch viel mehr als vor einer amazonischen Tigerdame, ist ein zweiter Carbonadon, meine Damen und Herren. Denn den beschwören wir jetzt im Angriffsmodus. Also wir haben hier gefräßige Dinos und Insekten, die ungefähr dieselbe Anzahl Angriffspunkten haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das biologisch erklärbar ist, aber es ist ja ein Kinderkartenspiel. Wenn ein Monster eines Gegners, ändere alle Monster deines Gegners in die offene Angriffsposition, wenn nicht... Okay. Ja. Das ist jetzt echt unpraktisch, weil jetzt komme ich mit 300 genau nicht über sie drüber. Vielleicht komme ich ja über das verdeckte Monster. Nein, das ist noch eine. Ja, und wenn ich jetzt eine davon angreife, kann sie mit amazonisches Dorf noch eine vom Deck beschwören. Aber was soll ich machen? Also, amazonische Tigerdame. Ja, ist halt wie es ist, ne? Was? Wieso kann ich nicht? Ach, ich muss angreifen! Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich sehr bitter. Okay, dann greifen wir mit Stufenfresser an. Und dann mit Carbonadon. Und ich muss die Tigerdame angreifen, damit ich auch dicken Schaden bekomme. Ey, das ist eigentlich voll die gute Win-Condition. Muss man sagen. Könnte man mal eine Challenge draus machen. So, da wir jetzt aber ein Carbonadon im Friedhof haben, können wir den doch mal vom Friedhof verbannen, um einen weiteren Labradorit-Drachen vom Deck zu beschwören. Und dann haben wir exakt Stufe 10 auf dem Board. Das heißt, wir könnten nochmal den guten Leo beschwören, aber wir könnten auch ein anderes Synchromonster rufen. Gigantiburg. Für jedes verwendete Nicht-Empfänger-Synchromaterial. Hat genauso viele Punkte dann und nur den Schutzeffekt nicht, deshalb, das ist relativ egal. Blitzkrieger würde auch gehen, macht ein bisschen Schaden. Schwarzer Rosendrache natürlich auch, aber ich will das Feld hier nicht zerstören. Ich sag euch, wie es ist, das ist einfach der zweite Leo. Aber 100%. Direkt untereinander die beiden Brees. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir unseren Zug. Bleibt dieser Angriff Decrease? Der bleibt scheinbar. Effekt einer Karte aktivieren. Ach so, Todeswache. Ja, die ist ja zu jeder Zeit theoretisch triggerbar. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was das soll. Amazonische Schwertkämpferin stört auf jeden Fall extrem. Weil wenn ich die angreife, ich werde gleich eine Menge Schaden davon nehmen. Aber gut. Mal gucken. Was können wir hier jetzt Sinnvolles anstellen? Wir haben nicht zufällig eine Pflanze im Friedhof. Für den schwarzen Rosendrachen haben wir nicht. Was wir im Friedhof haben, ist nochmal Carbonadon. Das heißt, wir können auch noch den letzten Labradorit-Drachen von unserem Deck beschwören. Stufe 6, Empfänger. Ich verstehe langsam, worauf das Deck hinaus will, okay? Das Problem ist, wir müssen jetzt die Tigerdame angreifen, dann müssen wir die Schwertkämpferin angreifen und da kriegen wir selber Schaden, das ist also kritisch. Sie kann noch ein Monster vom Deck beschwören und sie hat noch die Paladinin mit 2200, also es ist sehr kritisch, okay? Also wir müssen hier aufpassen, dass wir uns wirklich nicht selber killen. Ich würde fast sagen, lass uns
Auf das Ding können wir auch noch gehen. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch. Wir benutzen den Effekt von Stufenfresser und wir reduzieren die Stufe unseres Labradorit-Drachens um 1. Damit kommt er zurück. Und wir können eine Synchrobeschwörung durchführen zu Untergrundspinnentier, auch bekannt als unterirdische Arachnoide. Im Angriffsmodus. Dann aktivieren wir schaukelnde Erinnerung, können uns den Labradorit-Drachen zurückholen. Also das ist wirklich, da muss man echt sagen, MVP, ne? Also der wird jetzt einfach zum dritten oder zum vierten Mal für eine Synchrobeschwörung benutzt. Wir machen quasi nochmal denselben Move. Also wir reduzieren seine Stufe nochmal um 1. Man hat echt viele Optionen mit dem Deck, das muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich von diesen ganzen Challenge-Decks das Toolbox-artigste, ne? Also es ist so das am wenigsten geradlinige Deck. Du hast einfach sehr viele verschiedene Optionen. Aber das ist sehr cool, das macht sehr viel Spaß, das zu spielen. So, machen wir eine Synchro-Beschwörung damit. Erneut Untergrund-Spinnentier. Und da können wir dann auf jeden Fall den Effekt benutzen. Tausendäugiges Opfer, klauen wir uns die Schwertkämpferin. Da können wir den Effekt benutzen. Tausendäugiges Opfer, klauen wir uns die Tigerdame, damit wir auch ordentlich Schaden machen können. Und dann können wir angreifen. Und zwar mit dem 2-6er Leo. Amazonisches Dorfeffekt. Holt amazonischer Lehrling. Untergrundspinntier greift an. Ich habe überlegt, ob ich erst mit der Karte angreife, weil bis zum Ende des Damage Steps keine Zauber- und Fallenkarten aktivieren. Und wenn ich dann ein Monster zerstört hätte, hätte amazonisches Dorf nicht getriggert. Aber Zauber- und Falleneffekte können immer noch aktiviert werden. Und ja, nur quasi aufdecken, also Kartenaktivierung geht nicht, aber da sie schon auf dem Feld lag und nur der Effekt aktiviert wurde, wäre das trotzdem gegangen, deshalb ist es im Endeffekt egal. Wir greifen an mit Untergrundspinntier und dann nochmal mit Leo. 500 Lebenspunkte nur noch und ja, hier stehen 4 Synchromonster, 2 Löwen und 2 Gigaspinnen gegenüber. Ich hätte ja Angst, sage ich euch, wie es ist. Also ich wüsste nicht, was ich machen soll. Auch so wunderschön angeordnet, ne? Also so symmetrisch. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, ein verdecktes Monster. Wir ziehen eine Karte. Begräbnis aus einer anderen Dimension. Kann Carbonero nur vom Deck beschwören? Von Hand oder Deck? Das heißt, er kann nicht vom Friedhof beschwören. Schade, weil sonst könnten wir halt die Drachen nochmal zurückholen. Aber ja, wir könnten theoretisch Stufenfressers Effekt benutzen, Stufe von irgendwas hier reduzieren, ihn zurückholen, aber das wäre an dem Punkt einfach nur eine Gefahr, dass wieder sowas aktiviert wird mit du musst angreifen und dann das wäre Schwachsinn. Wir greifen an. Amazonischer Lehrling, kaputt. Ihr seht, es triggert trotzdem, das habe ich vorhin versucht zu sagen. Dann greifen wir nochmal an. Das war's mit der Tigerdame. Und dann Leo, Hüter des Heiligen Baums direkt. Und das dürfte es auch gewesen sein. Okay. Geschafft. 1-0. Aber natürlich Best of 3. Das bedeutet, die gute Tanja bekommt nochmal eine Chance, ihre Amazonenarmee aufzubauen. Man muss echt sagen, es ist unausgeglichen, ne? Also ich finde das Amazonen-Deck eigentlich cool. Aber, ja, gegen so Synchro-Stufenfresser-Dark-Graffer-Kram ist schon schlechter auf jeden Fall, ne? Wie das Wendschrecken-Ritualmonster. Aber, ja, also, ist okay, so, ne? Also hat sich gut geschlagen dafür, dass wir das deutlich bessere Deck spielen. Fossile Grabung holt uns Carbonedon auf die Hand. Dann können wir leider nicht Todeswache abwerfen für Graffer, weil der ist Stufe 3 und nicht Stufe 5 oder höher. Aber so oder so können wir trotzdem Dark Graffer normeln. Der sieht übrigens extrem cool aus. Dann werfen wir Todeswache ab und legen
Ich würde sagen, wieder den Labradorit-Drachen auf den Friedhof hat sich bisher als sehr ja, nützlich erwiesen. Und dann würde ich sagen, aktivieren wir Ruf des Silbernen. Übrigens sehr coole Karte. Auch aus dem Saga auf Blue Eyes Structure Deck. Also, ich fand die Karte schon immer allein vom Artwork her, also optisch sehr, sehr cool. Und auch der Effekt ist nicht schlecht. Damals, als noch nicht jedes Themendeck 12 integrierte Reborns aus dem Extra-Deck hatte, war das tatsächlich ein nützlicher Effekt. Heutzutage, ja, wenn du die irgendwie vom Deck auf die Hand nehmen könntest, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dann wäre es wahrscheinlich gut. So, wir spielen noch unseren Schrei der Untoten verdeckt. Wir haben wieder unseren 3100er Leo auf dem Feld. Also, ja, Standard-Play an der Stelle, aber kann man es mir verübeln? Ich denke nicht. Aber wir stehen hier erstmal wieder mit sehr wenig Karten, ne? Also das könnte sie zu ihrem Vorteil nutzen, aber mit zweimal Amazonisches Dorf ist ein Fieldspell, der einem jetzt mehr als einmal nicht wirklich was bringt. Mal gucken, was da jetzt kommt. Normal Summon, nee, Set. Ich wollte sagen, Normal Summon Schwertkämpferin wahrscheinlich, aber Set Monster, dann hat sie wahrscheinlich keine. Wir ziehen MST. Ja, jetzt muss ich sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Soll ich das Dorf zerstören oder soll ich die verdeckte Karte zerstören? Ich glaube, ich würde sogar eher das Dorf zerstören, weil ich habe gar keinen Bock auf dieses, sie kann immer wieder amazonisch Monster vom Deck beschwören. Und Fallen hat sie, glaube ich, eh keine guten. Deshalb beschwören wir erstmal Carbonadon im Angriffsmodus und aktivieren unseren Schrei der Untoten. Und ich würde sagen, wir holen uns Labradorit-Drache zurück, im Angriffsmodus auch mit 0. Keine andere Wahl. Ja, das gekräuselte Wellenlicht. Aber was wir machen können, ist, wir können jetzt hier wieder eine Synchro-Beschwörung durchführen. Stufe 9, Gigantiburg. Dann haben wir zwei Monster mit 3100 Angriffspunkten. Gibt Schlimmeres. Wir greifen an mit Gigantiburg. Amazonische Tigerdame. Und mit Leo, dem Hüter des Heiligen Baums. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, wir können nochmal mit Carbonadon im nächsten Zug Labradorit-Drache beschwören, wenn wir dann noch einen Nichtempfänger ziehen. Dann haben wir noch ein Synchro-Monster und dann dürfte auch eigentlich vorbei sein. Amazonisches Dorf. Ich schätze mal, sie spielt noch ein Monster verdeckt. Nein, diesmal ist es Normal Summon Schwertkämpferin. Ich habe es beides gecallt, nur umgekehrt. Aber ja, dann nehmen wir halt ein bisschen Schaden davon. Was willst du machen? Stilles Verhängnis. Das ist tatsächlich gar nicht so cool, weil ich kann jetzt. Ja, ich kann ihn vom Friedhof zurückholen. Ich kann ihn aber auch nochmal vom Deck beschwören. Wir haben aber nur Rang 4. Rang 6 haben wir nicht, ne? Wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber gut. Wir greifen an mit Gigantiburg. Safe Zone! Okay, das ist eine Strategie. Das ist eine Strategie. Safe Zone. Es kann weder durch Kampf noch durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Dein Gegner kann es nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Zusätzlich kann es dein Gegner nicht direkt angreifen, aber das muss es ja nicht. Aber früher gab es die Combo Safe Zone und dann Safe Zone mit dem Schlüsselkäfer noch beschützen. Also da war es dann ultra schwer, das Monster zu zerstören. Heutzutage könnte man das auch einfach mit Beat Cop machen, ne? Aber ja, da müssen wir erst irgendwie Safe Zone loswerden, bevor wir hier weiterspielen können. Weil ich kann die zwar jetzt angreifen und krieg dann immer wieder Kampfschaden, aber zerstört wird die nicht. Also damit würde ich mich früher oder später selber killen. Battle-Phase, das natürlich. Das ist eine Taktik, muss ich sagen. Damit wird sie uns früher oder später killen. Das tut richtig weh. Okay. Stufenfresser. Das kann ich doch jetzt nicht. Doch, das kann ich. So. Ich wollte gerade sagen, schwarzer Rosendrache, aber müssen wir ja gar nicht. Stilles Verhängnis. Holen wir Labradorit-Drache zurück. Dann beschwören wir Stufenfresser. Und das, was ich jetzt tue, muss leider sein. Oder habe ich einen Friedhof? Habe ich nicht. Habe ich doch richtig im Kopf gehabt. So. Ich muss leider angreifen. 1100 Schaden für mich.
Aber ich brauche den im Friedhof, damit ich seinen Effekt von dort aus aktivieren kann. Um Labradoritrache zu einem Stufe 5 Monster zu machen. Damit die insgesamt Stufe 6 ergeben. Und dann können wir erneut unser Untergrundspindtier beschwören. Also Synchroflut hier auf jeden Fall. Ich kann die auch nicht targeten! Ach ja! Aber da muss es tatsächlich Schwarzer Rosendrache sein. Okay, das war ein heftiges Missplay. Das war ein heftiges Missplay. Das tut richtig weh. Das gebe ich gern zu. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Das war unterirdisch. Natürlich targetet die und natürlich kann sie nicht getargetet werden. Ich habe es vorhin noch vorgelesen. Das ist natürlich bitter. Aber okay. Ja, Schwarzer Rosendrache. Aber dann muss ich mein ganzes Feld zerstören. Das kann doch nicht sein. Also, ich kann zumindest einen Angriff von ihr annullieren mit Todeswache. Dann kriege ich einmal keinen Schaden. Ich hoffe, ich ziehe einfach MST. Von 30 Karten, die ich noch im Deck habe. Monster verdeckt. Okay, was ziehen wir? Ruf des Silbernen. Ein offenes Monster. Das kann nur offene Monster wählen. Das ist so dumm. Aber ich glaube, ich krieg das sogar hin. Ich krieg das hin, dass es hier irgendwie Sinn macht. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, meine Freunde. Wir machen nämlich jetzt Folgendes. Wir greifen mit Gigantiburg das verdeckte Monster an. Das ist eine amazonische Paladinin. Dann triggert amazonisches Dorf. Special die Tigerdame. Jetzt machen wir Folgendes, okay? Main 2. Rüsten wir Untergrundspindtier mit der Tigerdame aus. Und dann aktivieren wir Ruf des Silbernen. Holen Labradoritrache zurück. Und dann benutzen wir Stufenfresser. Dieses Mal reduzieren wir aber nicht das Level von ihm, sondern von irgendeinem anderen Monster. Ist relativ egal welches. Denn wir müssen tatsächlich das Ace-Monster eines anderen weiblichen Characters auspacken. Den wohl besten weiblichen Charakter in Yu-Gi-Oh! Geschichte. Denn wir stimmen unseren Labradoritrachen der Stufe 6 auf Stufenfresser Stufe 1 ein und wir bekommen den schwarzen Rosendrachen. Dass der keine Animation hat, ist halt auch kriminell. Aber wir können den Effekt aktivieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte jetzt das gesamte Feld zerstört werden, außer Untergrundspindtier. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber die kann doch nicht zerstört werden, wenn die... Falls diese Karte durch Kampf zerstört werden würde. Okay, ja, durch den Karteneffekt kann sie trotzdem zerstört werden. Gut, dann ist das so. Dann nehme ich das natürlich so hin. Schade. Ich dachte, ich könnte dadurch, dass sie dann von einem Monster ausgerüstet ist, nicht durch Kampf zerstört werden. Jetzt kriegen wir natürlich maximal auf die Fresse. Aber was soll ich sagen? Schwertkämpferin plus Safe Zone? Das war unoutbar. Das war gefühlt unmöglich loszuwerden. Aber gut, es ist nicht so, dass wir keine Option haben, meine Damen und Herren. Denn wir haben natürlich noch den Carbonadon für Follow-up. Ich sag euch ehrlich, das zweite Duell hier, absolut keine Glanzleistung meinerseits. Aber wir profitieren davon, dass wir einfach das bessere Deck spielen. Fossile Grabung holt uns natürlich nochmal Carbonadon vom Deck auf die Hand. Und dann zeigen wir mal ganz kurz, warum Stufenfresser eine gute Karte ist. Den kann man nämlich immer wieder zurückholen. Und ich habe echt überlegt, auf Goyo-Wächter zu gehen, aber Real Talk, einfach ein Monster einzusaugen und damit amazonisches Dorf zu umgehen, klingt einfach besser. Klingt Real Talk einfach besser. Also für dieses Matchup, dadurch, dass ich dadurch die Field Spell dodgen kann, ich hätte gern Goyo-Wächter beschworen, aber so macht es einfach mehr Sinn. Carbonadon,
noch für den extra Damage. Haben wir noch was? Ja, wir können nochmal Stufen fressen, aber das macht gerade keinen Unterschied, oder? Das reicht dann nicht für Game. 3, 8 wären das. So, so sind es dann nur 3, 2. Carbonadon direkt. Untergrund Spinnentier direkt. Also ich hätte gern Gojo-Wächter beschworen und dann amazonischer Lehrling als Monster auf meine Feldseite bekommen, aber dann hätte sie noch ein Monster beschwören können, dann hätte sie wieder Schwertkämpferin gehabt, vielleicht hätte sie dann wieder eine Möglichkeit gehabt, die zu schützen. Das wäre dann doof gewesen, deshalb lieber so. Dann kann man das umgehen. Falls diese Karte wieder eine Zauberfall zerstöre, das Gebiet jetzt hier. Okay, Carbonadon ist weg, amazonische Weise zerstört amazonischer Lehrling. Das ist auf jeden Fall ein Angriff gewesen, der lässt sich sehen. Aber ändert nichts daran, dass wir jetzt gewonnen haben. Denn wir benutzen einfach den Effekt von Untergrund Spinntier. Holen uns amazonische Weise. Ich will mal gucken, einfach was wir hier noch für Möglichkeiten haben. Ist ja kein Real-Life-Gegner, sondern einfach Legacy of the Duelist. Deshalb kann ich mir die Zeit kurz nehmen. Armageddon-Ritter, einfach weil wir es können. In Angriff. Effekt. Legen wir noch eine Todeswache rein. Carbonadon kann sich verbannen. Labradorit-Drache beschwören. Und dann brauchen wir auch nicht weiter um den heißen Brei reden. Beschwören wir das Monster, mit dem alles angefangen hat und mit dem jetzt auch alles enden wird. Leo, der Hüter des Heiligen Baums. Ich weiß zwar absolut nicht, was dieses Deck hier mit Bastion zu tun haben soll, aber es ist wirklich krass. Stabile Leistung auf jeden Fall von der Amazonendame, aber gegen diese Synchromacht hat es einfach nicht gereicht. Leo, beende das Duell. Zack. Ja, klares 2-0. Das heißt, diesmal gibt es nicht mehr ein drittes Duell. Ist dennoch recht lang geworden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, aktiviert eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.